Das Wetter ist perfekt eingestellt. Das haben wir auch so geplant, dass es genau jetzt die Sonne scheint. 1, 2, 3. Toll. So, super. Genau. Hier sehen wir eine Silhouette eines Schimpansen. Da müssen wir also durchpassen. Da müssen wir ein bisschen in die Knie gehen. Also ich wusste, dass es wieder anstrengend wird. So, hier in dieser Baumstation haben wir schöne Sachen interaktiv gemacht, um vieles über unsere Primaten zu lernen, zu erfahren. Wir haben ja auch noch zwei Schäden. Das sind keine echten, das sind nachgemachte, nachgeformte. Okay. Wenn man mal sieht, was so ein Gorilla-Schädel oder ein Schimpansenschädel, ja, das ist also, wenn man das mal wirklich schon mal so live sieht. Also es sind keine echten, sondern es sind aus Kunststoff nachgeformte Schädel. Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Also wir sehen hier zur Linken die Schimpansen-Außenanlage. Derjenige, der noch weiß, wie sie vorher aussah, weiß, dass hier vorne ein Wassergraben war, keine Glasscheibe. Wir hatten, wie gesagt, vor einigen Jahren zwei Unfälle. Und das war auch dann die Überlegung, diese Wassergräben zu entfernen und Landteile draus zu machen. Mit dem Ergebnis, dass die Anlage jetzt um mehr als 40% größer geworden ist. Das ist natürlich wunderbar, weil die Schimpansen jetzt hier auch einen viel größeren Auslauf haben. Wir haben auf der rechten Seite der Anlage einen Wasserlauf. Mal schauen, ob da das Wasser schon läuft. Ja genau, es läuft. Unbestritten die Anlage, was auch den Kunstfelsen angeht, also echte Felsen mit dabei, sieht noch ein bisschen steril aus. Bei Kunstfelsen sagt man, wie beim Wein, je älter, desto besser. Das heißt, in den nächsten Jahren werden sich Moose, Flechten und andere Dinge auf den Kunstfelsenoberflächen noch ablagern und dadurch wird er noch besser aussehen, als er eh jetzt schon aussieht. Bachlauf integriert, wir haben Kunstfelsen außen herum, Bambus gepflanzt, das Ganze als ein Rundlauf, es ist zwar eine Sackgasse, aber es ist ein Rundlauf, man kann dann hier hinten wieder ins Aquarium hineingehen. Eine sehr schöne Anlage auch geworden. Die Gorillas können bei dem Wetter leider auch noch nicht raus. Sie haben keine Jacke zum Anziehen. Das können nur wir machen. Aber ich denke mal, in den nächsten Wochen, wenn die Sonne rauskommt, dass sie dann auch auf die Außenanlage gehen können. Auch hier sehen Sie überall verteilt die neuen edukativen Einrichtungen. Wir haben versucht, teilweise komplizierte biologische Zusammenhänge und Erklärungen doch so aufzubereiten, dass es alt wie jung verstehen und auch unsere Botschaft verstehen. Ich wiederhole es immer gerne mantraartig: Artenschutz, Umweltschutz und Naturschutz, das ist unsere Kernkompetenz, das ist unsere Aufgabe, die wir hier auf eine, zweites nettes Wort, immer emotionale Art und Weise unseren Besuchern beibringen wollen. Beibringen hört sich mal so ein bisschen oberlehrerhaft an, ist es aber nicht. Also erhobener Zeigefinger werden Sie bei uns nie finden, sondern wir wollen einfach nur zeigen, wie schön die Natur ist, wie biodivers sie ist, wie wir Menschen uns in dieser Natur bewegen. Und manchmal bewegen wir uns etwas auf Abwege, die werden wir einfach nur zeigen. Und jeder Besucher kann dann selber entscheiden, ist das der richtige Weg oder muss ich mal einen anderen einschlagen. Also wir zeigen de facto nur Dinge, wie sie sich darstellen, wie die Natur ist, wie komplex die Natur ist und wie der Mensch eingreift. Das erste und letzte Mal. Also ein Affe findet hier sehr viel. Kletterseile, ein Hängenetz. Wir haben hier, fehlen noch aber solche Spielelemente, wo dann Futter versteckt wird. Und Echtbäume, wo die hochklettern können. Auch hier in die Hohlräume können die reingehen und sich Sachen raussuchen. Also hier gibt es viel zu entdecken zwischen den Felsspalten. Überall dort werden die Tierpfleger Futter verstecken, andere Dinge verstecken, wo die Tiere wirklich suchen müssen, rumlaufen müssen, ein Erlebnis haben. Jeden Tag irgendwo was anderes, was Neues. Also sehr viel Verhaltensspiele können hier passieren. Und es hat vorher schon ein Kletterer alles ausprobiert. Dass das der hat Menschen ein Kletterer alles ausprobiert, ja. Der ist ja überall an den Wänden, hat er versucht hochzukommen, ist überall gescheitert. Zwei, drei Stellen gab es, die wurden nachgebessert und dann hat es funktioniert. Okay.